Hallo zusammen. Hey, es ist so schön, mit euch hier zu sein. Und ich danke Gott einfach dafür, dass er mir eine Vision gegeben hat. Und diese Vision war schon vor Jahren da, dass ich irgendwann mal predigen darf vor Leuten. Und es ist schon in Erfüllung gegangen. Halleluja. Darum ist Halleluja. Und vielleicht war die Vision, ich weiß nicht, ich habe Fußball gespielt und habe vor tausenden Leuten Fußball gespielt. Und es war immer so begeisternd, wenn Leute so euphorisch für etwas waren. Das hat mich so begeistert. Wenn jemand ein Tor schießt, haben die Leute nur noch so gejubelt. Nur noch, es ging nur noch ab. Ich erzähle eine Geschichte. Ich war im Old Trafford, das Manchester United Stadion, und da waren 72.000 Leute vor Ort. Ich habe leider nicht von Beginn an gespielt, aber ich wurde noch eingewechselt. Das war schon mal, danke Gott für das, weil es war immer mein Traum oder meine Vision, gegen England zu spielen. Und in der Halbzeit, wir sind eingelaufen, es stand immer noch 0-0 mit Liechtenstein gegen England, 0-0. Und die Engländer waren schon ein bisschen sauer. Da musste ich so einlaufen gehen, oder? Bin da immer so am Schauen, Beckham war da, Michael Owen und so weiter. Bin ich da hin und her gejoggt, auf einmal sehe ich Beckham, rechts eine Flanke, Kopfball, Owen, Tor. Und dann, ihr könnt euch das nicht vorstellen, es hat nur noch so gemacht. Ich so, wow, was ist hier los? Oder? Ich wollte sogar mitjubeln, weil es so schön war. Aber es war ja die falsche Mannschaft da. Aber so die Begeisterung. Und ich habe mir immer gewünscht, das war immer eine Vision von mir, dass irgendwann das Stadion gefüllt ist mit Leuten, die Jesus so anjubeln. Amen. Nicht, weil ich dann rede, sondern weil Gott verherrlicht wird. Weil es geht nicht um mich. Ich genieße es natürlich. Wenn ich dann da bin, oder, im Stadion vor Tausenden von Leuten, werde ich es genießen. Das ist Visionärsdenken, wenn man sich schon vorstellt, wie man da steht, aber man sieht, es ist ja noch nicht Wirklichkeit. Aber eine Vision zu haben, ist wie Glauben für mich. Glauben ist ja auch, also wenn ihr glaubt, wenn ihr an Jesus Christus glaubt und jeder, der hier drin ist oder online zuhört und an Jesus Christus glaubt, bin ich davon überzeugt, dass die meisten glaubt, dass ihr ewiges Leben habt und wieder auferstehen werdet mit ihm. Und jetzt eine Frage, also ich habe schon einige Christen so gefragt und die sagen, ja, das ist ganz klar, das ist ganz sicher so. Und dann sage ich, ja, aber weißt du es zu 100%? Im Herzen, ja. Aber du kannst es niemandem erklären oder vorzeigen, dass es wirklich so ist. Aber du glaubst es von Herzen. Und du weißt, du wirst da sein. Egal, was passiert. Du wirst da sein. Und das ist auch eine Vision, wo wir wissen können, hey, wir werden irgendwann bei Gott sein. Und es wird alles perfekt sein, besser, als du dir jemals vorstellen kannst. Halleluja. Unsere Vision als Kirche, war die Predigtreihe nicht super? Vision von Kirche? Und ich möchte euch einfach nochmal kurz die Vision einfach mit euch zusammen lesen, was unsere Vision als Church ist. Wir glauben an eine Kirche, deren Zentrum Jesus Christus ist. Halleluja. Eine Kirche, deren Fokus auf dem vollbrachten Werk am Kreuz liegt. Eine Kirche, die von der bedingungslosen Liebe Gottes angetrieben wird. Eine Kirche, die groß in Zahl und groß im Herzen ist. Eine Kirche, deren Botschaft Einfluss auf die Gesellschaft, die Religion und über die... Entschuldigung. Ja, danke. Gut aufgepasst. War ein Test. Es war doch ein Test. Nochmal, Entschuldigung. Deren Botschaft Einfluss auf die Gesellschaft, die Region und über die Landesgrenzen hinaus hat. Eine Kirche, die an die Kraft des Evangeliums glaubt und aus dieser
aus dieser unerschöpflichen Kraft dient. Hey, das ist so stark. Also wenn du das dir so richtig wiederkaust, die Sätze, die sind so gigantisch. Eine Kirche, die inwendig, auswendig und in ihren Beziehungen gesund ist. Eine Kirche, die Gottes Großzügigkeit widerspiegelt. Eine Kirche, die inspiriert, kreativ und am Puls der Zeit ist. Eine Kirche, deren Frucht positiv transformiertes Leben ist. Halleluja. Amen. So gut. Also ich kann mich mit dem voll identifizieren. Ich möchte einfach zuerst noch beten. Danke, oh Vater, dass du hier bist und dass du durch mich sprichst. Denn meine Worte haben keine Kraft, aber wenn du sie füllst mit deinem Geist, wenn du zu den Leuten sprichst, dann wird etwas passieren, oh Vater. Und ich danke dir, oh Herr, und ich befehle dir meinen Geist einfach an. Und Heiliger Geist, du hast Anrecht, einfach hier zu wirken, in Menschenleben zu reden. Und ich vertraue darauf, dass dann auch etwas passiert, oh Vater, weil du hier bist. Ich gebe dir einfach das ganze Anrecht, 100% in meinem Leben zu wirken. Halleluja, danke. Ich gebe einfach alles hin, wirklich, meinen Mund und alles, was es braucht, damit du wirken kannst. Und deine Worte haben Macht und sie bringen Vision. Amen. Wisst ihr was? Ich habe eine Vision für die heutige Predigt. Und die Vision ist, dass ihr rausgeht und für euch eine Vision habt. Dass ihr keinen Druck habt und dass ihr einfach wisst, dass Gott mit euch ist. Und dass ihr rausgeht und in dem laufen könnt, wer ihr seid und was ihr gerne macht. Das ist meine Vision für euch und für die heutige Predigt. Ich bitte euch, nehmt einen Vers oder einen Vers, den euch so fest, also ihr merkt das ja, wenn ein Vers vorgelesen wird oder ihr ihn selber liest, dann merkt ihr doch, ob es euch im Herzen ums Herz warm wird oder ob es freudig ist oder was auch immer. Bitte nehmt diesen Vers für euch und schreibt ihn auf. Oder markiert ihn im Handy oder was auch immer, weil Gott spricht zu euch durch das Wort. Und als zweites möchte ich euch einfach nochmal den Druck wegnehmen und einfach folgenden Vers vorsagen. Ich habe ihn nicht auf Screen, aber ich werde ihn euch vorsagen. Das ist Jeremia 29, 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Ist das nicht gut? Wenn ihr glaubt, dass Jesus auferstanden ist und für uns gestorben ist und ihr dann im Himmel seid, könnt ihr dann auch das glauben, was er geschrieben hat? Klar, weil es ja sein Wort. Hey, er hat uns Hoffnung gegeben, dass wir freudig in die Zukunft schauen können. Seid ihr hier und könnt nicht freudig in die Zukunft schauen? Dann sagt, hey Vater, wenn du es sagst, ich will es, aber hilf mir dabei, weil ich kann es nicht. Und es wird passieren, ich verspreche es euch, es wird passieren. Wenn ihr offen seid und die Hilfe annehmt, die Gott und Jesus und der Heilige Geist euch gibt. Wie kann überhaupt eine Vision, also vielleicht sitzt du hier und denkst du, wie kann überhaupt eine Vision entstehen? Oder was ist das überhaupt? Oder ja, ihr seid einfach unsicher. Habe ich eine Vision, habe ich keine? Und hier möchte ich euch ja eben ein bisschen mit reinnehmen in das Ganze, um euch einfach, also Gott muss das machen, weil ich bin da limitiert. Aber er durch mich gibt alles heute. Und ich glaube, dass sehr viel aus Sehen und Hören passiert. Ich bringe euch ein paar Beispiele. Einer meiner Lieblingsfilme war, oder ist, oder ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr geschaut, aber ist. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht jemand in der Familie ist, den du einfach ja, betrachtest und denkst, wow,
so cool, das möchte ich auch mal haben. Vielleicht bei mir war es so, dass der eine Onkel hatte eine Harley und der eine hat ein super Auto, den Longchap, der Tommaso. Und irgendwie nimmt man das mit. Aber vielleicht merkt man dann auch auf einmal, dass es vielleicht gar nicht das ist, was du eigentlich bist. Sondern du übernimmst was und das kann in dem Moment so sein, aber die Visionen können sich auch ändern. Und ganz spannend finde ich Paulus. Ich meine, was hatte er für eine Vision, bevor er Gott hatte? Er wollte die Christen. Er wollte die Christen umbringen. Stellt euch das mal vor. Die Vision. Aber wisst ihr was? Wenn ihr hier drin sitzt und glaubt, das kann nie so sein. Meinst du, Paulus hatte gedacht, ja, irgendwann mal werde ich für das Christentum beten und das Evangelium rausbringen? Nein. Der wollte sie umbringen. Aber wisst ihr was Jesus kann, was Gott kann? Er kann alles. Er kann alles. Und er ist euer Vater. Wenn ihr ihn darum bittet, ich denke immer, wenn du deine Eltern betrachtest oder dein Kind betrachtest, wie deine Eltern hätten dir, auch wenn du eine Vision hast, dir geholfen oder etwas mitgegeben. Und umgekehrt möchtest du vielleicht deinen Kindern etwas mitgeben, eine Vision. Und wie viel mal mehr möchte das der Vater tun für euch? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, eben Vision zu haben. Es kann auch nur sein, vielleicht lernst du jemanden kennen, oder? Eine schöne Frau oder einen hübschen Mann und auf einmal bekommst du eine Vision, mit der möchte ich zusammen sein. Dann lernst du sie kennen. Auf einmal möchte sie ja auch mit dir zusammen sein. Und dann teilt ihr die Vision miteinander. Die Vision. Und wenn vielleicht die zwei Personen die Vision, dass sie ganz auseinander gehen, dann wird es ziemlich sicher nicht so klappen oder ist vielleicht nicht so eine gute Idee, hier reinzugehen in die Beziehung. Aber wenn ihr merkt, hey, da ist etwas, wo uns zusammenführt, dann hat das so eine Power. Und das Gleiche ist auch mit Gott, wenn du Gottes Wort hörst und liest und du merkst, hau, das ist bei mir, das brennt bei mir, dann matcht das. Dann seid ihr zusammen und es wird funktionieren. Und ich glaube auch, eben, schauen wir uns die Jünger an. Was hatten die für Vision? Zu fischen, das war ja auch gut, das ist ja nichts Schlechtes, zu fischen, aber auf einmal ist wieder Gott gekommen oder Jesus ist gekommen und hat gesagt, komm mit mir. Und die sind mitgegangen. Die haben im Verlauf der Zeit mit Jesus immer mehr von der Vision mitbekommen, die Jesus hat für sie. Ist das nicht spannend? Also manchmal denkt man sich, ich muss jetzt eine Vision haben. Ich muss jetzt selber eine Vision haben. Das kann sehr viel Druck erzeugen. Aber wisst ihr was? Es gibt auch eine Church, die eine Vision hat, in der ihr mitlaufen könnt. Und geht einfach in Beziehung mit Gott und fragt ihn. Und gebt euch Zeit. Was ist Gottes Vision für mein Leben? Vielleicht sitzt du her und denkst, was ist das? Und diese Vision, also ich möchte auch sagen, es ist noch schwierig zu sagen jetzt, das kann sehr viel Druck erzeugen. Für mich war nämlich Vision, also oder ist Vision irgendwie so ein großes, mächtiges Wort. Vision. Wow. Also das hat mich manchmal so zum Erstarren gebracht. Vielleicht heute noch ab und zu. Und weil, warum erstarren? Weil, wenn ich die großen Visionäre anschaue, dann scheint es so, dass dies unerreichbar ist, dasselbe zu haben wie diese Leute. Du denkst es vielleicht, ja, aber für Gott ist alles möglich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel der Visionär Martin Luther King. Ich finde es so spannend.
Er hat gesagt, und ich weiß nicht, kennt ihr die Rede, sonst geht es mal anschauen. Die Vision, die ihr habt, glaube ich, dass es Emotionen in euch weckt. Ich war heute hier, also das ist ein kleiner Seitenhieb, war der Worship nicht so gut? Yes. Hey, das neue Lied, es hat mich so geflasht. Also die ersten zwei, drei Lieder, mir kamen nur Tränen. Was für ein Wunder, was für eine Neuigkeit. Hey, also ich möchte euch sagen, liebe Band, ich glaube, dass eure Vision es ist, Leute zu berühren. Und ihr habt mich berührt. Weil ihr das für Gott macht. Und ich habe nicht euch gespürt, ich habe Gott gespürt. Und das hat man gemerkt, dass es euch auf dem Herzen liegt. Und das ist eine Vision, die schon in Erfüllung geht bei euch. Das möchte ich euch zusprechen, weil ihr Gott darin verehrt, was ihr macht und was ihr tut. Und es war so da. Und ich danke euch dafür. Und Gott hat mir in der Zeit einfach nochmal gezeigt, hey, Ronny, sei wie du bist. Sei wie du bist. Und ich bin ein Mensch aus Emotionen. Aber man hört dann auch manchmal so Sachen wie, ja, ist dann vielleicht nur gespielt. Oder der dreht sich dann extra so auf. Und das hat mich manchmal gedämpft. Und heute hat mir Gott einfach wieder gezeigt, hey, sei wie du bist. Und ich möchte mich dafür entscheiden, dass ich so bin, wie ich bin. Noch besser. Weil er hat noch bessere Ideen, als du es hast. Glaubst du mir das? Und eben der Martin Luther King. Stellt euch vor, er hätte jetzt keine Emotionen gebracht in seiner Aussprache. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they... Oder vielleicht besser. Ich glaube, er hat es so richtig gespürt im Herzen. Und er wollte raus. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Amen. Merkt ihr nur schon den Unterschied, wenn es in euch brennt. Nicht, weil wir spielen müssen, dass es so ist, sondern weil es wirklich von Herzen kommt. Und da ist Power drin. Wenn ihr auf die Straße geht und ihr seht jemand, der Musik spielt von ganzem Herzen, das berührt euch. Nicht, weil wenn er es aus Geld macht, das wird euch nicht berühren. Aber wenn es er aus Herzen macht, dann wird es euch berühren. Und danke, Vater, dass du jedem, der hier drin ist, einfach die Vision weitergibst und zeigst, wo sie ihre Stärken und ihre Freude und ihre Leichtigkeit haben, damit sie in dem laufen können, was du für sie vorbereitet hast. In Jesu Namen. Wisst ihr, auch Hitler hatte eine Vision. Die Vision können natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung. Oder Paulus sagte zu Timotheus, sagt er, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sagt er. Hey, wenn Gott das zu Timotheus sagt, dann sagt er es auch zu dir. Er sagt dann natürlich auch, dass er ein Vorbild sein soll in dem Wort, in ihm drin. Und da wird euch Gott beistehen, wenn ihr ein Vorbild seid in ihm. Oder du denkst vielleicht, ich bin zu alt. Geh in die Bibel lesen. Abraham war 100, Sarah 90, als der verheißene Sohn kam. Bei Gott gibt es kein zu alt. Und wenn wir wieder glauben, dass wir auferstehen werden, dann können wir auch glauben, was er hier sagt, dass wir nicht zu alt sind. Ich bin zu sehr ein Versager. Darum heißen wir Grace Church. Wir alle haben irgendwo versagt und können nicht. Aber aus ihm raus können wir alles. Und die Gnade verzeiht alles. Und geht miteinander. Also verkopf dich nicht, was war, sondern schau, ich könnte mich jetzt die ganze Zeit verkopfen. Vielleicht habe ich mich ab und zu nicht mit den Emotionen ausgedrückt in den letzten zwei, drei Jahren, wie ich es eigentlich wirklich wollte. Dann komme ich auch unter Verurteilung.
Aber nein, wieso soll ich nach hinten schauen? Hey Gott, danke Vater, dass ich jetzt nach vorne gehen kann, so sein kann, wie ich bin und du in mir wirkst. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht denkst du, ich bin neu im Glauben. Und dann kann ich noch nicht das, was ich eigentlich möchte. Gott kann alles in dir. Glaub daran. Oder ich bin zu erschöpft. Ich bin zu müde. Jesaja 40, 29 bis 31, ich habe den Screen nicht. Er gibt dem Müden Kraft und stärkt Stärke genug dem Unvermögenden. Denkst du, du bist unvermögend? Du kannst etwas nicht? Er wird dir Kraft geben. Schenk diesem Wort Gottes Glauben. Oder Psalm 103, 5 steht, der dein Altar mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Halleluja! Danke, Jesus, dass du die glauben, dass sie zu alt sind oder zu erschöpft sind, dass du ihnen Kraft gibst, neue Kraft. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Vielleicht denkst du, ich bin zu unbedeutend. Weißt du was, wer für dich gestorben ist? Weißt du, wer für dich gestorben ist? Jesus Christus. Und genau, er wäre nur gestorben, auch nur für dich. Und wenn du das kapierst, dass Gott dich so fest liebt, dass Jesus so eine Liebe für dich hat, dass er sogar für dich alleine... Und es war voll mit Menschen mit Problemen. Voll. Aber was haben sie gebraucht? Was haben sie in Anspruch genommen? Gottes Hilfe. Mit ihm können wir alles. Ich hoffe, ich werde es immer wieder wiederholen. Ich hoffe, es geht so richtig rein. Und ihr könnt es festhalten. Halleluja. Vielleicht bist du von Menschen verletzt worden. Vielleicht denkst du, ich bin zu fest verletzt worden. Bitte schau auf Jesus, was er erlitten hat auf dem Weg zum Kreuz. Er war der beste Mensch, er hatte alles für dich gemacht, er war perfekt. Und die Leute haben ihn verraten, sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn geschlagen, sie haben alles mit ihm gemacht. Und er hat alles getragen. Und weißt du was, wenn du denkst, dass du das tragen musst, weil du so verletzt wurdest, du selber wirst es nicht hinbekommen, das zu lösen. Aber wenn du sagst, oh Vater, Jesus, du hast allem vergeben. Du hast gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus gesagt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die haben ihn aufs Kreuz. Hey, das kannst du aus dir raus gar nicht. Du kannst es nicht. Aber du kannst sagen, Vater, es ist in mir drin, ist es so. Oh, ich kann das einfach nicht. Aber ich möchte dir Glauben schenken, wenn du sagst, durch mich kannst du das machen. Dann mach es. Und ich merke das immer wieder, wie das funktioniert. Wenn wir ihm das Anrecht geben, dann funktioniert es. Aus eigener Kraft geht es nicht. Oder ich bin zu weit weg von dem, wo ich eigentlich sein möchte. Vielleicht denkst du, ich bin noch nicht da, wo ich gedacht habe, dass ich sein könnte. Und hey, das sind so viele andere Leute in der Bibel beschrieben, die auch nicht gleich da waren, wo sie eigentlich wollten. Und auch von meinen Visionen kann ich euch nur erzählen, ich habe mir viel schneller vorgestellt, dass es da und dahin geht. Aber da ist so ein Druck entstanden bei mir, als ich einfach gesagt habe, Vater, wenn das dein Wille wirklich ist in meinem Leben, dann mach du jetzt, weil ich kann nicht. Ich habe es jetzt probiert, es geht nicht, ich vertraue dir und du wirst es machen zu deiner Zeit mit deinem Tempo. Aber ich vertraue dir. Und alles, es kommt immer mehr und mehr. Sicher nicht in jedem Bereich meines Lebens ist es immer so einfach, das so zu sagen, aber Heiliger Geist, du hast das Anrecht, mich immer daran zu erinnern, dass ich zuerst zu dir komme und einfach meine Sorgen abwerfen kann. Halleluja. Vielleicht hast du eine Vision, hast du vielleicht schon länger eine Vision, aber du konntest vielleicht diese Vision noch nicht in Tat umsetzen.
Das könnte vielleicht sein. Und ich kann es nur aus meinen Erfahrungen erzählen, was mir dabei geholfen hat, eben auch dahin zu kommen, ist einfach eben, wie ich schon gesagt habe, frag Gott, ob diese Vision überhaupt die Vision ist, die übereinstimmt mit der Vision, die Gott über dich hat. Bitte Gott einfach um seine Hilfe, irgendwie ein Ziel zu setzen. Ich mache nachher ein Beispiel. Also setz dir ein Ziel, bis wann? Hol dir Hilfe von einem Spezialisten oder von Leuten, die dich umgeben und ermutigen. Denn das Schlimmste ist, wenn du Leute darum hast und dir immer sagen, das schaffst du nie. Such dir Leute aus, die dir sagen, dass es gut ist und dass wir zusammen nach vorwärts gehen und dass man das schafft, wenn du glaubst, es ist so viel möglich, es ist unglaublich. Lass es dir nicht nehmen. Und wir gehen jetzt gleich ins Beispiel. Also vielleicht möchtest du Mount Everest, war dein Ziel oder deine Vision, den Mount Everest zu besteigen? Da musst du zuerst mal wissen, okay, was will ich? Also ich will Mount Everest besteigen, oder? Und wenn du aber zu dir gesagt hast, ja, irgendwann mal möchte ich den Mount Everest besteigen. Ja, dann sitzt du vielleicht eben hier und denkst, ja, eigentlich wollte ich das schon lange. Und das ist ja auch kein Problem. Du hast jetzt die Möglichkeit, das anders zu machen. Und vielleicht kannst du einfach sagen, okay, bis wann möchte ich das eigentlich erreichen? Vielleicht in einem Jahr, in zwei. Du sagst vielleicht in einem Jahr. Dann, okay, da muss ich ja immer schauen, wie viel bin ich eigentlich? Gehe ich überhaupt wandern, gehe ich in die Berge oder nicht? Vielleicht mache ich das nur 5-mal im Jahr. Okay, dann muss ich mir überlegen, vielleicht einen Spezialisten holen. Okay, der schon mal auf Mount Everest war. Und dann frage ich, okay, wie ist es denn da, auf den Mount Everest zu gehen? Was musst du machen? Was hast du gemacht? Und auf einmal sagt er, ja, es geht vielleicht 2-3 Jahre. Und jetzt ist die Frage, lässt du die Vision los oder kannst du sie auch anpassen? Und dann geht's, dann musst du wissen, okay, ich muss mehr trainieren. Okay, wie viel mehr muss ich trainieren? Dann machst du dir Ziele. Okay, jede Woche möchte ich 150 Höhenmeter mehr in die Berge, 150 Höhenmeter mehr machen. Und dann ist das ein Ziel und das über vielleicht 3-4 Trainings pro Woche. Und so kannst du dir, also schau dir das Endziel an und arbeite dich so nach hinten. Was braucht es alles, damit ich da hinkomme? Das kann einfach so eine Hilfe sein für dich, um dahin zu kommen. Ich sehe das immer so, wenn ich Trainer, ich bin ja Fitnesstrainer, und wenn ich, vielleicht kennt ihr die Planks, also stellt euch vor, hier ist der Boden und ich bin mit den Füßen auf dem Boden und mit den Ellenbogen, so die Ellenbogenstütze, oder? Und wenn ich Trainer bin und ich sehe, wie lange das noch geht, oder ich sage dann nichts so wie lange, dass wir das machen, sondern wir machen einfach. Und wenn es umgedreht wird, wenn ich auf der anderen Seite bin und ich weiß nicht, wie lange das geht, hey, es ist so schwierig. Die Übung ist viel schwerer, obwohl es gleich lange dauert, ist es viel schwieriger, wenn du einfach ein bisschen mehr Kraft, so habe ich das erlebt. Du denkst, du hast jetzt immer noch keine Vision und ich glaube aber, sie schlummert schon lange in dir. Weil als Kind, als du da warst oder es hat sich entwickelt, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich, eigentlich weiß man es, tief drin. Und wenn es nicht so ist, spielt es auch keine Rolle. Aber ich glaube einfach daran, dass es schon lange in dir schlummert. Wie bekomme ich denn eine Vision in meinem Leben? Oder wie lasse ich sie eben wieder aufblühen? Oder ist es überhaupt richtig, eine Vision zu haben? Für mich war es eine Herausforderung. Dieser Vers war für mich eine Herausforderung. Jakobus 4, 13 und 15. Wohlan nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und dann 14 lese ich euch kurz vor. Einfach der erste Teil. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Und dann kommt 15. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Merkt ihr den Unterschied? Macht ihr aus euch heraus etwas? Oder fragt ihr Gott, was wir zusammen tun werden? Geht ihr mit ihm?
Und das sagt Gott sei. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben. Und wenn du in Beziehung gehst, wie erfahre ich denn seinen Willen von Gott? Lese das Wort Gottes, höre dir gute Predigten an und hab Beziehung mit Gott selber. Und dann wirst du den Willen von Gott erfahren und wirst wissen, dass deine Vision mit Gott übereinstimmt. Und die Frage an dich ist einfach, möchtest du deine persönlichen Lebensvision leben? Oder möchtest du sagen, hey Vater im Himmel, du hast noch die bessere Version für mich. Denn du hast alle guten Werke schon vorbereitet. Ich möchte in dem laufen. Bitte hilf mir dabei, damit ich damit laufen kann. Denn da kommen Früchte hoch. Da werden Leute bewegt und werden sehen, dass du in meinem Leben bist. Meine Empfehlung für dich ist Sprüche 16,3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Krass. Wenn Gott es sagt, jetzt ist ja nur wieder hier, ihr glaubt, dass ihr ewiges Leben habt, das ist ganz klar, aber glaubt ihr das auch? Befehlt ihm eure Werke an. Vater, ist das, was ich machen soll? Und dann mach du es. Hilf mir dabei. Ich möchte in deinem Willen gehen. Und es wird gelingen passieren. Falls du immer noch hier bist und denkst, es fällt dir schwer, irgendwie zu schauen, wo möchte ich hinkommen. Das kann sein, dass du denkst, ich habe keinen Plan, was ich eigentlich will. Und eben, mach dir keinen Druck, weil es ist immer so, Vision, es fühlt sich alles zu groß an. Und man denkt sich manchmal, es muss jetzt schon perfekt sein. Die Vision, die ich jetzt habe, die ist in Stein gemeißelt, da geht nichts mehr. Darum, besser, ich habe keine Vision. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das kann wirklich Druck erzeugen. Und hey, die Vision kann angepasst werden, kann eine Teilvision sein. Auf einmal sagt Gott, hey, ich will dich da haben und nicht mehr da. Sei flexibel, vertraue darauf, dass Gott es in der Hand hat. Und eben, wenn du nicht so der Visionär oder die Visionärin bist, die denkt, okay, was du in Zukunft machen willst, dann kannst du vielleicht einfach auch sagen, was möchtest du nicht mehr in deinem Leben haben? Was möchte ich nicht mehr? Und das kann für dich vielleicht einfacher klingen, weil es einfach, für manche einfach schwierig fällt, so nach vorne zu schauen. Aber du kannst sagen, ich möchte keine Angst mehr haben im Leben. Dann kannst du zum Gottes Wort anschauen. Er sagt, fürchte dich nicht. Er ist dein Versorger. Und sag, okay, dann nehme ich, du formulierst das nachher ins Positive um und sagst, okay, ich soll mich nicht sorgen. Nimmst du den Vers, egal ob es für das ganze Jahr ist, wenn du nur diesen Vers nimmst, wenn du das in Anspruch nimmst und sagst, Gott, das hast du mir aufs Herz gelegt, das möchte ich jetzt in Anspruch nehmen, das ganze Jahr. Ich kann dir versprechen, es wird etwas in deinem Leben passieren. Wenn du sagst, Gott ist mein Versorger und das nehme ich jetzt für das ganze Jahr. Und wenn es nur das ist, schreib es dir auf, im Handy, als Bildschirmschoner, egal was. Aber schau, dass du es immer siehst. Wenn du immer in die Church kommst, du wirst immer gefüllt mit Gutem, immer wieder. Und da merkst du bist drin. Aber wenn du eine Zeit lang vielleicht nicht mehr gehst und nicht mehr so viel über Gott liest oder hörst und machst, Gott hat kein Problem damit. Aber du wirst merken, dass es dir fehlen wird. Dass es gut tut, das regelmäßig. Und das Gleiche ist mit der Vision. Wenn du das immer wieder siehst und siehst und Leute hast, die dich dabei ermutigen, wird das einfach einfacher fallen. Einen anderen Tipp, den ich euch geben möchte, ist, stellt euch die Frage, warum? Weil je einfacher wird nämlich das Wie. Warum könnte sein, ich möchte das für Gott machen. Oder wie wir Christen das so sagen müssen. für Gott, ich mache das für Gott. Nein, aber wenn du das zum Beispiel für Gott machen müssen, wie, und jetzt, das Wie ist ja dann einfach, weil
Gottes, dann lies Gottes Wort. Du möchtest, hör Gottes Wort, red über Gottes Wort mit den Leuten und mit Gott selber. Wenn du etwas machen möchtest, du hast persönliche, weltliche Ziele, dann, ja, dann befasst dich mit der Welt. Weil Gott wird dir wahrscheinlich etwas anderes zeigen. Aber es ist eigentlich, warum du etwas machen möchtest, kann ein sehr guter Schlüssel sein. Ich möchte euch das nochmal anhand einem Beispiel nochmals sagen, so schön in Gegend wohnen darf. Das kann sein, damit du dich selber fühlst. Dass du, ja, du bist dankbar, es kommt mehr Dankbarkeit in dein Leben und es wird dir einfach schon mal gut tun. Und es geht noch einen Schritt weiter und das sind vielleicht auch Phasen, die ich auch sehr gebraucht habe, zuerst mal einfach mich selber fühlen. Von Gott füllen lassen, sage ich mal so. Und vielleicht könnte das Dritte sein, ich will jede Woche die Aussicht von einer Bergspitze sehen. Warum? Weil es mir hilft, bewusst zu machen, wie unendlich toll Gott die Welt gemacht hat und ich in einer so schönen Gegend wohnen darf. Ich möchte dies mit möglichst vielen Menschen teilen, sodass sie Gott immer näher kennenlernen dürfen. So auf dem Berg sind jede Woche, das ist das Gleiche. Aber bitt Gott darum, dass du die Vision oder die Sache, die dir auf dem Herzen liegt, dass er dir zeigt, wo du dich fühlen kannst, aber so, dass es dir auf Dauer was bringt. Denn wenn du auf einmal nicht mehr fit bist, ich sage es jetzt beim ersten Beispiel, und du möchtest einfach mehr als der andere machen, wenn du krank bist, dann erfüllt dich das auf einmal nicht mehr. Aber etwas kann ich dir sagen, wenn du das am Schluss nimmst, dass du Leute das zeigen möchtest und sie sagen dann zu dir, hey, danke vielmals, jetzt sehe ich auch, wie Gott das wunderbar gemacht hat, dann hast du schon jemand gewonnen für Gottes Reich. Und so eine gute Sache ist der 1. Korinther 10, 31, den habe ich nicht auf Screen. Was immer er tut, ob er esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Das ist für mich wie ein Leitspruch, wo ich sage, hey Gott, bitte hilf mir, so zu leben, meine Vision so auszurichten, dass du dabei geehrt wirst. Denn ich weiß nicht wie, aber du weißt es. Bei mir war es so, dass ich am Anfang gedacht habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, okay, jetzt mal zuerst viel Geld verdienen, damit ich nachher im Reich Gottes arbeiten kann. Was sagt uns da die Bibel in Matthäus 6, 33 und 34a? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Yes, genau. Hey, so gut. Also er sagt, wir sollen uns nicht mehr sorgen über morgen. Glaubt ihr das, wenn er das sagt? Ihr dürft das glauben. Und es tut euch gut, wenn ihr daran glaubt. Wenn ihr es nicht macht, Gott liebt euch wegen dem ganz genau gleich. Aber er weiß, was euch gut tut und was euch nicht gut tut. Ich denke mir, so der Vergleich, den ich auch mal, Dave hat ihn, glaube ich, mal gebracht, eben macht alles zur Ehre von Gott, oder? Und nehmen wir den Mönch, oder? Ich meine, der macht ja grundsätzlich etwas Gutes für sich. Er weiß, die Welt hat sehr viel Einfluss auf uns und hat er uns keine Vision weitergegeben. Und er hat uns eine Vision gegeben, eine große Vision. Warum sind wir auf der Erde? Was bringt diese Zeit auf dieser gefallenen Welt? Was passiert, wenn ich gestorben bin? Was kann ich hinterlassen oder was kann ich in den Himmel mitnehmen? Ich möchte euch sagen, das Einzige, das wir in den Himmel mitnehmen können, sind Menschen. Kein Geld, nichts. Alles wird verrotten. Aber das Einzige, was ihr mitnehmen könnt, sind Menschen. Fragt Gott, wo kann ich die Menschen mitnehmen? Wie kann ich das anstellen? Hilf mir dabei.
und es wird passieren. Und in 1. Korinther 15, 13 bis 14. Ich möchte euch sagen, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Also, hey, wieso predigen wir hier? Wieso reden wir das, was wir reden? Weil wir glauben, dass Jesus von dem Tod auferstanden ist und dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und wenn Gottes Wort sagt, du sollst dich nicht fürchten, dann machen wir das auch nicht. Also wir glauben daran, also können wir wissen, das, was wir machen für Gott, das hat Macht, das hat Kraft. Wir möchten Leute in den Himmel mitnehmen. Also das ist unsere Vision als Kirche. Wir möchten noch mehr Leute. Es sind so viele Menschen verloren, die keine Vision haben, die keine Hoffnung mehr haben. Und dafür sind wir hier. Ihr könnt anderen Leuten Vision mitgeben. Gott braucht euch mehr, dass du das dir vorstellen kannst. Wenn du jetzt denkst, habe ich etwas übersprungen? Gut, noch zwei Verse. Kolosser 3, 17. Band kann langsam nach oben kommen. Kolosser 3, 17. Und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und dann in Kolosser 3, 24, oder 3, 23, 24, 24, Kolosser 3, 24, haltet ob euch. Also ich lese euch von hier vor. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, also ist 23, als für den Herrn und nicht für Menschen. Eine Vision zu haben. Dann möchte ich dich einfach bitten, beim nächsten Screen dann deinen Namen einzusetzen anstatt mein Name. Und schau, achte darauf, ob dein Herz warm wird, ob das etwas ist, wo dich anspricht. Und wenn es dich anspricht, dann möchte ich dir sagen, möchten wir mit euch zusammen diese Vision leben. Und wir möchten eine Familie da sein. Wir möchten eben genau das, was wir jetzt dann sagen, oder wenn du eben damit einverstanden bist, setz dein Wort ein. Sprich es auch aus. Ich möchte dich einfach ermutigen, sprich es auch aus, auch wenn du es glaubst oder noch nicht deine Vision ist. Aber teste es mal, was es mit deinem Herzen macht, wenn du das tust. Okay. Ich sehe ein... Okay. Also die Vision von der Church. Ich sehe ein Ronny, oder eben dein Name, dessen Fokus auf dem vollbrachten Werk am Kreuz liegt. Ich sehe ein Ronny, der von der bedingungslosen Liebe Gottes angetrieben wird. Ich sehe einen Ronny, der groß für Jesus und groß im Herzen ist. Ich sehe einen Ronny, dessen Botschaft Einfluss auf die Menschen, Gesellschaft, die Region und über die Landesgrenzen hinaus hat. Ich sehe einen Ronny, der an die Kraft des Evangeliums glaubt und aus dieser unerschöpflichen Kraft dient. Ich sehe einen Ronny, der inwendig, auswendig und in seinen Beziehungen gesund ist. Ich sehe einen Ronny, der Gottes Großzügigkeit widerspiegelt. Ich sehe einen Ronny, der inspiriert, kreativ, innovativ und am Puls der Zeit ist. Ich sehe einen Ronny, dessen Frucht positiv transformiertes Leben ist. Nicht, weil ich es kann, sondern weil der stark in mir ist, der in mir lebt. Jesus Christus. Halleluja. Amen. Sound of the Savior's robe as he walks around the room.
where people pray, where we hear praises, he hears faith. Großartigen Gott, und wir haben einen Gott, der dir Vision schenkt, und das ist doch was Wunderbares. Sei relaxed, sei im Frieden, nimm das mit, was du gehört hast, nimm das mit, wo Gott dich berührt hat, und genieße einfach auch die Gemeinschaft heute noch bei diesem wunderbaren Wetter. Ich weiß zwar gar nicht, wie es draußen aussieht, aber das Wetter ist wunderbar, weil es ja im Herzen gut ist. Halleluja! Vergiss nicht, wenn du taufen dich lassen willst, 4. oder 11. Juli, geh zum Infodesk. Wenn du Teil einer Live-Group werden willst, geh zum Infodesk und such einfach da das Gespräch. Und wir sind freudig darüber, über jeden, der dabei ist. Und jetzt genieße einfach das, dass Gott mit dir ist die Woche. Der geht nicht weg von dir, egal wie weit weg du läufst. Der ist immer schneller, weil er immer mit dir ist, vor dir, hinter dir, neben dir. Und einfach Gutes für dich bereit hat, die ganze Woche durch. Genieß die Zeit. Bis zum nächsten Sonntag. And when he moves.